Was? Da läuft ein Zombie. Ein Zombie, der pinkeln kann? Auf. Ich hab's auch noch nicht gesehen. Ist neu gepatcht. Den muss ich mir mal zeigen. Er ist der ganz neue Alea-Zombie. Ah, so. Ah, sehr Lea. Damn. Ein Zombie. Ja, hallo und willkommen. Wir sind noch in der Stadt am Meer. Findungsphase. Wir wissen noch nicht, genau, wir was sind wir sein wollen. Und bluten, bis wir bluten. Und machen bluten? Dabei blöde Sprüche. Bluten, bis wir bluten. Mhm. Warst du schon in der Polizeistation drin? Nee. Da loot ich aber gerade. Hör Musik. In der Nähe. Alea hat wieder Beatbox dabei. Ja, klar. Also, was wir finden müssen, ist eine Batterie und. Wie heißt die anderen Dinger nochmal? Sitze. Wagenheber. Dann hätten wir ein Auto. Aber dann geh ich mal gucken. Ja, das ist hier wieder das letzte Haus. Jetzt kommen wir wieder raus. Ach, es geht höher. Ja, es geht höher. Es kann auch mal aufwärts gehen, anstatt nur abwärts. Das stimmt wohl. Guck dir das mal an. Warum laufe ich denn eigentlich immer in den Raum rein, weil da ist ja nie was. Keine Ahnung, mach ich aber auch immer. Ja, es gibt ja ein paar Räume, wo ja wirklich nicht eine Sache zum Looten ist, aber ich laufe auch immer rein. Einfach aus reiner Gewohnheit. Danke. Danke. Also die Flasche für dich steht hier, Alea. Wo ist denn mein Buch, mein Kuchen? Gibt's morgen. Kuchen hat sie jetzt auf der Schnelle nicht gemacht, tut mir leid. Hat sie nicht geschafft. Nein. Der Dirk fragt, wann du ihm seinen Kuchen machst. Vorbeibringen. Der Dirk fragt, wann du ihm den Kuchen machst. Wenn du ja für uns Getränke machst, dann könntest du ihn ja jetzt einen Kuchen machen. Ja, also Kuchen ist da, ist wieder tiefkühl. Das ist ja nicht schlimm. Aber mit Herz und Liebe aufgetaut. Genau. Was, eine Pantyhose? Pantyhose? Ich hab ne Pantyhose. Ja, ein Pantyhose ist eine Strumpfhose. Ah, ja. Will der mich verarschen oder was? Ja. Oh, jetzt wird mir warm, weil ich ne Pantyhose trage. Jammerlappen. Ja, die ist auch eng anliegend und so. Mir hier meine Unterwäsche wieder ausziehen. Oh, ich habe auch was Chinesisches gefunden. Ich finde hier jede Menge von dem Zeug. Ein Tank-Shirt. Ein Tank-Pop. Tank-Pop? Genau, ein Tank-Pop. Oh, wieder Kleber. Ich habe einen Gummi gefunden. Das ist besser als Spotify, ja. Du. Diese, die Ingame-Musik. Diese Boombox. Ja. Lass das Spotify nicht hören. Hier ist ein Pullover. Schwarz? Nein, hier nicht ein Pullover. Ein Pullover. Ich hoffe, du kriegst keine Claims, Papa. Von der Ingame-Musik. Nee, da hat extra ein Zuschauer, hat mir mal lieberweise, ich weiß leider seinen Namen in dem Fall jetzt leider nicht mehr, aber einer unserer Zuschauer hat man so schön geschrieben, nein, ich bräuchte mir keine Sorgen zu machen, die Musik im Spiel wäre auf jeden Fall copyright-frei. Also sind es doch keine echten Lieder. Doch, aber die haben halt die Rechte gekauft. Oh, stellt mal vor, was ich hier gefunden habe. Ich habe einen Wagenheber.
Das ist ja super. Oh, das ist super, weil wir haben nämlich den Fahrgästen aus dem Auto. Ja, das habe ich mir gedacht. Ich habe gerade einen gefunden. Gut, jetzt brauchst du noch eine Batterie. Ja, und? Kondome. Reparaturset. Und ein Reparaturset, genau. Ich rieche nach Pferd. Oh, das hat... also jetzt weiß ich, wo der Gestank herkommt. Ich hab mich schon gewundert. Ich rieche echt wirklich oft nach Pferd. Das Schlimme ist, wenn du einmal mit so einem, oh, ich hab eine Tür. Mit so einem Pullover oder so am Stall warst, der riecht für immer nach Pferd. Selbst wenn er gewaschen wird. Oh, da schießt jemand. Hat jemand Spaß? Oh, Reparaturset. Oh, den haben sie im Knast eingesperrt. Und vergessen, die Tür zuzumachen. So, jetzt haben wir Reparaturset. Es fehlt uns noch Batterien. Ja, aber kein Autoreparaturset. Es war ein normales Reparaturset. Hast du... nicht so gesagt. Ja, sorry, dass ich dich enttäuschen muss. Also ehrlich. Der arme Dirk. Echt. So, bist da laufen, ey. Ja, oder Alea schieben. Das geht auch. Ja, Alea schieben ist auch okay. Schiebt ihr doch. Warum? Ihr wollt das Auto doch haben. Genau. Warum nee, soll Alea auch mal schieben? Jetzt weiß ich, warum sie reinkommen sollte. So, ja, so ja, ist das nicht. Schon. Nur fürs Schieben werde ich gebraucht. Ja, Schiebung. Alea, du musst das Auto stupsen. Stupsen? Anstupsen. Soll ich dich mal anstupsen? Du weißt doch gar nicht, wo ich bin. Doch, ich sehe deinen Namen. Wie? Ja. Wie kannst du meinen Namen sehen? Ja, guck dich mal um, du siehst auch meinen. Ich bin doch der Unsichtbare. Nein. Doch. Da steht ganz fett Chimera drüber. Wo? Sehe ich nicht. Ja, das siehst du ja auch selbst nicht. Wo ist denn euer schönes Auto, wo ich die Tür hinbringen kann? An der, in der Nähe von dem Leuchtturm ist eine Garage. Das habe ich schon rausgeschoben. Das Auto aus der Garage. Wo ist denn der Leuchtturm? So da links rüber läuft. An der Hafen. An der Spitze. Oh, Pistole gefunden. Oh, zwei Pistolen gefunden. Also so ein Leuchtturm sollte man doch eigentlich aus der Ferne sehen, oder? Warum sehe ich ihn nicht? Ich bin an der Spitze vom Hafen. Das ist der unsichtbare Leuchtturm. Nee, doch weiter musst du laufen. Das ist Loot. Loot. Noch weiter wohin? Am Ende der siehst du mich? Inselspitze ist Loot. Ja. So, pass auf, du bist da. Du musst jetzt in die linke Richtung laufen. Quasi immer am Strand entlang. Strand. Am Hafen. Also, am Hafen entlang. Genau in die Richtung. Immer da weiter. Immer da weiter. Und dann am letzten Haus. Du läufst dir gleich an der Post vorbei. Ich bin schon längst an der Post vorbei. Ich stehe gerade vom Wasser. Weiter nee, links. Da muss ja nicht. Da, wo wir eben gelootet haben. Immer das an der Post weiß vorbei. Ich weiß nicht, wo das war. Warum nicht? Ich laufe jetzt einfach in die Richtung, wo du gerade bist. So. Ja, mach das mal. Ich würde es ja markieren, aber ich habe jetzt schon so oft gepinkelt. Lach nicht. Das ist dann anstrengend, sich noch was rauszudrücken. Nur damit du weißt, wo es ist. Und das rieche ich dann, oder was? Ja. Ja, das riecht sehr streng. Ja. Der Dirk isst extra vom Spielen immer sehr viel Spargel. Ich wollte gerade sagen. Mein Deckel ist runtergefallen. Und siehst du jetzt, Ah ja, jetzt sehe ich ihn. Er hat sich gut versteckt, natürlich. Zugegebenermaßen. Nein, er hat sich gut versteckt. Genau. Oh. Pferdebox. Oh. Oh, da ist auch Essen drin.
Hafer nennt man das. Sauerbraten. Ich weiß jetzt übrigens, was ich am Samstag machen muss, Papa. Sauerbraten. Mhm. Das wird ganz, ganz kritisch. Du musst Sauerbraten machen, richtig? Nein. Nein. Ich muss rückwärts reiten. Also ich kann alles machen, hat sie gesagt. Ich muss gar nichts. Und ich kann wie so ein Ritter muss ich so ein Speer tragen und irgendwelche Ringe damit aufspießen. Mhm, kenne ich. Ja, das können die sogar noch schaffen, wenn Paxa nicht Angst vor dem Speer hat. Ich finde das Auto nicht. Muss vor der Garage sein. Ich habe auch noch eine Tür gefunden. Ich finde die Garage auch nicht. Was für eine Tür hast du gefunden? Hinten oder vorne? Da steht nur rechts, aber es sieht nach vorne aus. Bei mir steht rechts hinten. Ja, dann ist es rechts vorne. Was muss ich noch machen? Ich kann ein Tor, also zu einem Tor hinreiten, es aufmachen und durchreiten. Das wird ganz kritisch, das werde ich, glaube ich, nicht versuchen. Warte mal. Was denn? Weil Paxa und Tore sind gleich, ne? Ich warte hier auf dich, Dirk. Ich finde das Auto nicht. Du findest das Auto nicht. Hat sich versteckt? Hat sie vielleicht weggespawnt oder so? Ich weiß es nicht, aber ich finde auch keine Auto da. Lang. Ach, das wäre schön, wenn es so einfach wäre. Ja, wo läufst du hin, Dirk? Ich komme in deine Richtung. Geben, aber bist du weit links? Ja, weiß ich. Aber das ist ja vorne am Strand, war das. Du bist bestimmt, also nicht am Strand, am Ding. Das heißt, genau, jetzt muss ein bisschen nach rechts wieder laufen, glaube ich. Ich finde hier gar keine Garage. Du bist ja vorbei gelaufen. Du hast gesagt am Leuchtturm. Richtung Leuchtturm. Du hast gesagt am Leuchtturm. Ja, aber da muss er ja vorbeigelaufen sein. Ich habe eine grüne Tür. Dann hast du eine falsche Tür. Ich habe eine Golftür. Echt? Ja, aber ich habe aber auch den falschen Sitz gefunden. Du hast die für einen Geländewagen. Ich habe die für einen Golf. Wenn wir jetzt weiter suchen gehen, wir finden bestimmt ein komplettes Auto zusammen. Ach, toi, toi, toi. Ich glaube an euch. Was braucht ihr denn jetzt? Einen Wagenheber und einen Reparaturset? Wagenheber habe ich. Wir brauchen, wie heißt das Ding nochmal? Eine Batterie und ein Reparaturset. Also ich war jetzt hier oben, da habe ich die Autotür gefunden. Wo geht denn der Weg hin? Genau, laufen wir mal lang. Also ja, hier habe ich schon alles durchsucht. Okay. Das ist ein Pferdestall. Das ist doch kein Pferdestall hier. Ja. Das ist ein Schweinestall. Stell ich mal rein, Dirk. Ach Herr, nein, das ist doch kein Pferdestall. Die sind doch viel zu klein, die Boxen. Für Chattis oder was? Für Zwergponys. Ja, genau, die Chattis, das sind ja die Zwergbonnies. Also, für Sauerbraten. Für Zwergsauerbraten. Leute, Pferde sind kein Sauerbraten. Doch, schon immer gewesen. Nein. Na klar. Nee, es war immer schon eine schöne Bratwurst. Auch wenn ich bei Axa manchmal Lust hätte dazu. Aber nein. Hier ist eine Garage, aber kein Auto. Das Eselspony. Corina. Verraten wir nicht, wo die Bälle. Das sind Schweineboxen. Ich denke auch, das sind Schweineboxen. Nicht Pferd. Hallo. Hallo. Die Kleinen sollen das Pferd sein, dass da reingeht. Aber du kannst nach ganz oben gehen. Ja, du gehst ja schon nach oben. Ich suche die Autos hier. Hier sind ja noch Autos. Vielleicht sind da Batteritissen drin. Batteritissen? Nee, ist kein Batteritissen. Batteritissen? Wie kommst du auf Batteritissen? Sind halt Batteritissen. Batteritissen.
Kannst du keine Batterie testen? Nein, Batterie testen ist mir jetzt noch nicht bekannt gewesen. Alea, du kennst auch ja nichts. Ist das die Löffelsprache oder was? Kennst du denn der Knieterrieder? Was? Der Knieterrieder. Knieterrieder? Nein. Also, kennst du auch gar nichts. Alea, echt. Wisst ihr denn, was Gamaschen sind? Ja. Ja. Was denn? Was zum Essen. Nein. So, das hast du so an den Schuhen. Nein. Nein. Das so, dann wisst ihr es also nicht. Irgendwas für ein Pferd. Wir müssen am Mond halten. Ja, das ist ein Pferd, aber... Siehst du? Nicht direkt. Ja, das kommt aber ans Pferd. Ja, aber wohin? Ja, da wo am die Gamaschen halt hinkommen. Dass die Scheiße reinfällt, Mensch. Was? Scheiße Aufhangkorb, wäre mal sinnvoll für Reiter. Herr Dumlas. Also wenn ich hier irgendwann mal jemanden durch den Wald reiten sehe, dem hinten die Pferdescheiße rausfällt, den schmeiß ich in der Zeus entgegen. Du kannst ja schlecht die ganze Zeit einen Appleboy mitschleppen. Ja klar. Warum kannst nicht? Du das. Klar. Doch, der die kann die ganze Zeit herlaufen. Ganz ehrlich, Alia, ich habe nichts gegen Tiere oder Pferde überhaupt. Aber ihr Besitzer solltet echt mal sehen, dass ihr eure Pferde scheiße mitnimmt. Unser Hund frisst sowas. So, und wenn ihr eure Pferde frisch geimpft habt, dann ist das Impfstoff in der Pferdescheiße drin. Und da können die Hunde dran verrecken. Delicious. Und wenn ich so einen Reiter hier erwische, den hau ich die Pferdescheiße um die Ohren. Das kann ich zum Ton ja. Wir müssen unsere Hundescheiße aufsammeln, aber ihr Reiter dürft die Scheiße liegen lassen. Das finde ich sowieso der Hammer. So, Poststation gibt's nichts. Hey, bin ich ja schon gewesen. Achso. Da war ich schon durch. Ich finde es ja nicht schlimm, dass ihr Pferdebesitzer auch keine Steuern zahlen müsst für Pferde. Aber zumindest die Scheiße kann man aufsammeln. Also, da kriege ich echt einen Kotzkrampf. Also da kann ich echt abdrehen bei sowas. Weil wir müssen die Hundescheiße aufsammeln. Merkt man überhaupt nicht. Und die Reiter, die brauchen ihre Pferdescheiße nicht aufheben. Das finde ich zum Kotzen. Sorry, nicht persönlich gegen dich, aber ist so. Und da würde ich noch zum Oberlandesgerichtshof gehen. Jo, dann sind wir hier oben fertig. Hat einer eine Batterie mal gefunden? Ja, nee. Ich suche noch. Sonst müssen wir tatsächlich laufen bis da, ne? Ja, lass mal U-Boot fahren. Oder U-Boot fahren, ja. U-Boot fahren, wenn alles ganz schlecht läuft, ja. Nein, Alea, ist nicht schlimm gegen dich oder so. Aber der Wald liegt hier voll mit Pferdescheiße, frische, der Hund geht dabei, frisst den Mist. Ich könnte jedes Mal kotzen, wenn der Hund das macht. Und dass ihr nun keine Steuern zahlen müsst, ist ja auch alles gut und schön. Aber zumindest, es gibt diese Taschen für die Pferdescheiße, habe ich schon gesehen in so einem Pferdeshop. Und warum die keiner nutzt, verstehe ich einfach nicht. Begreife ich nicht. Will ich auch nicht begreifen, glaube ich. Also ich habe sowas tatsächlich noch nie gesehen. Doch, das ist so ein Sack. Den kannst du am Sattel oder beim Sattel festmachen. So, und dann hängt er unterm Schweif und wenn er fährt den Schweif hochmacht, dann fällt die Scheiße gleich da rein. Das hat mir auch mal eine Reiterin erzählt, dass es sowas gibt. Nur nutzen tut das keiner. Weil du stundenlang mit den Viechern durch die Gegend rennen, braucht ihr noch ein Beil? Nee. Ja. Keine Angst. Und es gibt sowas, aber nutzen tut das keiner. Also wir haben hier ein paar größere Pferdegeschäfte in der Nähe und da habe ich sowas auch noch nie gesehen. Ach so. Auch nicht online oder so. Ja. Ja, dann werde ich derjenige sein, der sowas herstellt. Weil ich kann echt, da kannst du echt kotzen für. Wenn der Hund dabei geht und die Scheiße frisst von den Pferden, ist er nur Hafer oder Streu, Heu. Ich habe einen Wagenheber. Ja, den habe ich gut. Auch. Ach so. Wir haben alle einen Wagenheber bestimmt schon gefunden. Ja, also bei uns ist es halt so, dafür haben wir hier Pferdewege. Ich glaube, die werden auch regelmäßig gesäubert, weil sonst sehen die anders aus.
Die werden regelmäßig plattgetreten. Genau. Die werden nicht gesäubert. Ja, die werden nicht gesäubert. Ja, und sowas gibt da glaubst du, was ich immer zwischen die Zähne hängen habe, wenn ich Fahrrad fahre? Nein, nein, das sind Fliegen. Du musst nicht über Pferdewege fahren. Das sind Fliegen. Du weißt, woran erkennt man den freundlichen Fahrradfahrer an den Fliegen zwischen den Zähnen. Genau. Na, der lächelt ja immer bei den Fahrten. Mahlzeit. Ja, ist halt so. Muss ja auch nicht freundlich sein, ist ja so, selber schuld. Ronny, woran erkennst du denn, dass das Pferd geimpft worden ist? Daran, dass der Reiter nicht im Sattel sitzt, weil geimpfte Pferde dürfen eine Woche nicht bewegt werden. Gut. Und woran denn noch? Erkennt man eigentlich nicht. Doch. Und zwar diese Brummer, die sich auf den Haufen der Pferdescheiße setzen. In Massen. Weißt du, die sitzen in der wirklichen Massen und fressen den Scheiße. Und wenn die nicht mehr wegfliegen, sind die tot. Dann finde ich, muss man so einen Reiterweg ab. Also hier rechts rum brauchst du nicht mehr. Nee, da hinten auch nicht mehr. Eine Garage haben sie vergessen, aber egal. Da habe ich einen Wagenheber her. Deswegen laufe ich schon so bucklig. Das sehe ich jedes Jahr bei uns hier. Dann ist ein Pferdehaufen, wo die ganzen Brummer drauf sind. Wenn du dran vorbeigehst, fliegen die Viecher eigentlich hoch. Aber wenn sie drauf sitzen bleiben, sind sie tot. Mir ist noch ich habe einen Longdrink gefunden, den trinke ich mir jetzt aber. Ja, mach mal. Kann doch nicht sein, dass du jetzt besoffen wirst. Ein Slave Reviver heißt der. Hier ist ein Haus, wo noch keiner drin war. Ich bin gerade in Wanda. Ich bin gerade auf der Baustelle. Hier ist laute Musik. Hier sind Steine. Braucht jemand noch Carbon-Pfeile? Nein. Ja. Nicht unbedingt. Ich habe meinen Bogen rausgeschmissen, weil ich sonst nicht alles mitschleppen kann. Ah. Einmal weggeworfen. Was war das? Der liegt in der Dings hier. Wie heißt Ach, war schon wieder einer von den Luftballons. Was? Die platzen voll alleine. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das ist schon wieder einer hier platzt gerade. Ja, aber woran liegt das? Das ich kann es so, dir also, nicht sagen. An der Lampe, da konnte ich es ja noch verstehen. Das ist halt von der Hitze von der Lampe, aber... Die am Fenster? Ich kann es dir nicht sagen. Und beruhig Mama, ja, ich mach die noch weg. Ja, sonst sind sie sowieso bald geplatzt, alle. Ja, ich hab jetzt ja auch wieder Platz, wo ich sie hin tun kann. Brauchst du noch Gummi? Nee, jetzt gerade nicht. Wollte jetzt nicht kopulieren während des Spiels. Ich hab eine Autobatterie gefunden. Oh, boah, du schön. Bist ja auch der Finder heute. Oh, sieht recht leer aus. Das ist egal. Ist ja egal, wie voll sie ist. Hauptsache, man kann ihn anschieben und starten. So, jetzt braucht ihr noch ein Auto. Auto haben wir ja. Ich denke, das ist weg. Nein. Ist wieder auffindbar? Lea hat es noch nicht gefunden. Ja, weil Dirk gesagt hat, an der... Oh, an du bist da dran vorbeigelaufen. Ja, weil ich die Scheuklappen abnehmen, Pferd. Hey. Du hast doch gesagt, an dem Leuchtturm. Ja, ja. Aber die ist da dran vorbeigelaufen. Das war ja auch 10 Meter weit weg vom Leuchtturm. Ja, aber um in zum der Leuchtturm Nähe oder bist du geschwommen? Bist du da geschwommen? Nein, aber dann du bist bis da ich gelaufen über den Weg. Um. Du bist über den Weg gelaufen. Nein, ich bin hinten rumgelaufen, durchs Gestrüpp. Ja, klar. Nee, nix, ja klar, ist so. Hab ich nicht gesehen, dass du da hinten rumgelaufen bist. Ich war auch nicht mal in der Nähe. Klar habe ich deinen Namen gesehen. Ja, deinen Namen hab ich auch gesehen. Aber daran siehst du doch nicht, ob doch, ich klar. 2 Meter weiter weg von dir bin oder nicht. Doch, was siehst du? Das sieht da sind man. So viele Häuser, ja. Wo noch keiner drin war. Danke. Was ist das? Okay.
mein Trinken bekommen. Sehr gut. Auch auf Baustelle war ich schon. Ah, okay, brauche ich ja nicht mehr hin. Hat sie dir jetzt eigentlich mal deinen Kuchen gebracht, Dirk? Nee, hat sie nicht. Ich habe ja auch nichts zu trinken gekriegt. Ich kann mich da für meine Frau nur entschuldigen. Ja. Gut, aber Dirk wurde jetzt hier auch nur eine Viertelstunde zu Fuß entfernt. Ich glaube, das ist ein leichter Unterschied. Nein. Das heißt, doch, wir können quasi... Ein ganz leichter Unterschied. Ich wohne in Schleswig-Holstein. Da ist doch um der Ecke. 40 Kilometer von Hamburg weg. Und 40 Kilometer von Kiel weg. Und dazwischen liegt Großen Aspe. Was für ein Ding? Großen Aspe. Was ist denn das? Ein Ort. Hilfe! Fällt alles um. Also ich bin jetzt einmal rund quasi. Ein Ort, wo die Pferde überall hinscheißen dürfen. Das ist ein super. Da fahre ich aber auch, mal hin. Aber dafür gibt es halt die Reiter. Ja, wir haben hier keinen Reitweg. Die reiten ja alle auf dem Hauptweg hier. Wo sind mit Autos langfahren. Das sage ich genauso. Wir haben Reitwege und die Pferde reiten trotzdem so die Hauptwege. Obwohl ja, da die müssen ja auch... Nee. Die müssen ja auch irgendwie hinkommen. Ja, aber genau. Na. Hör mal, der Reitweg läuft genau neben dem normalen Weg. Und auf dem normalen Weg liegt die Scheiße. Ja, okay, ja, das ist dann Reiterweg was anderes. Ja, also... Ja, aber das sind dann Menschen, die sind nicht so rücksichtsvoll. Aber ich sehe auch oft genug Reiter auf dem Reiterweg. Das kann sein. Aber ich weiß, wo in Eschweiler im Wald die Reitwege sind. Und ich weiß auch, wo die normalen Fußwege sind. Und meistens laufen auch die Reitwege neben den Fußwegen. Ja, das weiß ich. Ja, und warum liegt dann die Scheiße auf dem Fußweg? Keine Ahnung. Ja, das wüsste ich dann auch mal gerne. Aber wenigstens gibt es die Reitwege. Ja, aber dann ob sie ja genutzt werden, ist ja nochmal eine andere Sache. Die sollten die auch benutzen. Theoretisch. Hast du es eilig oder was? Immer, ja. Ja. Ja, man sieht's. Der rennt hier rum. Guck mal hier. Oh, da unten nicht was. Cool. Da. Wer hat denn hier einen Snack gemacht? Keine Ahnung. Da spring ich jetzt nicht rein, die Brühe. Nicht? Nee. So, auf der linken Seite sind wir aber immer noch nicht gewesen, ne? Was für eine linke Seite denn schon wieder? Links vom Anlegesteg. Gibt's einen Anlegesteg? Zählt ein paar Autos. Also vom Strand. Jesus, nee, wo kommst du denn her? Aus dem Walde, da komme ich her und ich muss euch sagen, es osterte sehr. Ja, Alter, wenn wir so die Leitern auf Paletten stellen würden, dann würde die Berufsgenossenschaft sagen, Schluss, Leute, Abflug, runter von der Baustelle. Ich habe nichts, was ich wegschmeißen kann, scheiße. Ach, Papa, versuchst du mich dran zu erinnern, dass ich die liebe Grundschule mal anschreiben muss, wegen Boys and Girls Day? Ja. Wie viel noch mal eigentlich Ferien? 17. Boah, das passt ja noch. Ich finde das echt witzig, dass wir uns freistellen lassen müssen dafür. Wofür? Boys and Girls Day, weil ich Oberstufe bin. Muss ich mich dafür freistellen lassen. Bei wem? Bei meiner Schule. Aha. Bei meinem Stufenleiter. Das ist frech. Mhm. Ich darf mir... Das ist ein Donnerstag, das heißt, ich darf mir 8 Fehlstunden aufschreiben. Dafür, dass ich Berufserfahrung sammeln kann.
Das ich habe ein Reparaturset gefunden für Autos. Also gut. Juhu, super. Ziemlich frech ist das. Das heißt, wir müssen jetzt bis da laufen, bis zum Auto und dann können wir die Batterie einsetzen. Sind wir hier eigentlich mittlerweile fertig? Ich habe keine nicht. Ahnung. Da, wo ich jetzt gerade bin, ist immer noch nicht gewesen. Ja, dann komme ich mal zu euch. Upsala, das war aber tief. Mich stark verletzt? Nö. B1. Der Stab ist verletzt? Nee, nicht der Stab. Ich habe keinen Stab. Ich? Nee, sie kann keinen Dr. Lancelot spielen. Gesundheit. Also wenn ich heute noch so weiter rede, dann bleibt mir die Stimme bald weg. Was ist denn das für ein Scheiß? Ah, jetzt ist die Überhitzung tödlich. Sehr schön. Was kann ich denn noch machen? Ich habe nichts mehr an, was ich wegschmeißen kann. Wie, du hast nichts mehr an? Ich habe nichts mehr an, was ich wegschmeißen kann. In dem Haus gibt es sogar einen Keller. Nee, doch nicht. Oh, fast. Nee. Erdgeschoss. Erster Stock. Zweiter Stock. Dachstuhl. Ich glaube, hier mit meiner Handtasche spazieren. Deine Hand? Ja. Was ist tatsächlich eine Handtasche? Hat jemand eine 38er? Nee. Dann nehme ich Munition trotzdem auch mit. Wo kann man immer noch verkaufen? Eben. So. Ja, auf den Scheißhäusern ist nix. Mann, der Kader schnarcht, du. Ist ja nicht wahr. Die ganze Zeit. Ja, wenn Lucky schläft, dann schnarcht er entweder auch. Oder aber der jammert die ganze Zeit, wenn er mal schlecht träumt. Das haben wir auch mit unserer Hündin. Das, was er am Tag erlebt hat, das verarbeitet sie nachts. Ja, ist ja normal. Ist ja beim Menschen genauso. Männchen. Beim Menschen. Ich würde sagen, wir sind jetzt quasi durch hier. Okay, alles klar. Aber wir haben nur zwei Sitze. Auto. Und? Setzen Ali und ich uns aufs Dach und dann fährst du. Aber vorsichtig. Ich bin beim Bootsanleger hier. Und? Was ist ein Boot? Bei der Werft. Da ist noch ein Haus. Und eine Scheune. Oder sowas. Da können auch Zombies drin sein. Außer ein durstigen Storzheim liegt hier nichts. Ich komme runter zum Boot. Ich kann nur leider nur gehen, weil ich nur noch 20% Lebensenergie habe und total überhitzt bin. Obwohl ich jetzt schon zwei Kleidungsstücke ausgezogen habe. Also zwei normale Kleidungsstücke. Ich weiß nicht, warum ich überhitzt bin. Da ist noch eine Halle. Ich kann nur humpeln. Warum dann? Ja, warum? Weil ich ihm gefallen bin. Oh, Alea, sowas musst du doch nicht tun. Doch. Warum tust du denn sowas? Weiß ich nicht.
Hallo. Hi. Auf jeden Fall einen kompletten Rucksack voll. Also ihr bist jetzt überall gewesen, ne? Ja. Das ist, glaube ich, ganz schlau. Ich weiß nicht, wie viel ihr zusammengerafft habt. Sonst würde ich sagen, wir fahren nochmal zurück zum Auto und tauschen nochmal die Rucksäcke. Ja. Können wir machen. Ah, scheiße, ich glaube, ich habe einen falschen Rucksack eingeladen. Ja, scheiße. Ja, leer. Ja, ich auch. Man sieht sie nicht, aber man hört sie. Hören ist besser als wir riechen. Das stimmt schon. Ich kann nicht rennen. Warum nicht? Weil ich so voll bin. Ich bin gerade umgekippt. Oh. Sollen wir nicht hochtreten? Ich fühle mich schlapp. Ich setze mich gerade mal ins Wasser. Erste-Hilfe-Kurs, ich komme. Um mich mal ein bisschen abzukühlen. Ich durchsuche dich, ja? Stehst du dann selber auf? Weiß es nicht. Sollst du mal durchsuchen? Wiederbeleben? Die zuckt noch. Ich lebe ja auch noch. Also es wird zumindest im Wasser nicht schlimmer. Patientenbehandlung, ja, das muss geht das nicht. Jetzt weggehen bei dir. Ach, guck, da ist ich wieder. Ich wollte dich gerade wiederbeleben. Aber du hast auch ziemlich viel an, ne? Aber ich kann nichts ausziehen. Mit was für Schuhe du auch rumläufst, ja? Du kannst ja nicht mitlaufen. Dann muss ich ins Wasser gehen. Das kühlt ein bisschen. Muss hier ins Wasser reinspringen. Meine Überhitzung geht gerade weg. Durchs Wasser. Dann würde ich eigentlich fast sagen, dass wir, wenn wir sowieso rüberfahren nachher. Ich glaube, ich sollte mich tatsächlich nicht aufs Dach setzen, sondern irgendwer von euch. Ja, aufs Dach setzen. Das ist, glaube ich, eine dumme Idee. Wieso ist der Rucksack denn hier voll? Wer hat denn so viel gesammelt? Wer hat denn den ganzen Schrott hier mitgenommen? Das sind alles Sachen, die ich für den Hausbau brauche. Das rechte Boot ist voll. Also von mir aus rechts, von dir aus links. Ja, unser ist hier. Ja, das ist voll. Ja, und hier liegt ein leerer Rucksack. Ja, richtig. Ich habe einen vollen reingetan und einen leeren rausgeschmissen. Logischerweise. Weil die Sachen brauche ich für den Hausbau, die in dem Rucksack drin sind. Und leider habe ich dooferweise einen vollen Rucksack eingeladen. Wie gesagt, ne, ich denke ja, dass wir rüberfahren müssen, ne? Ja, müssen wir. Ich denke, wir haben ja jetzt nur noch zwei Rucksäcke. Ich meine, ich habe auch noch Platz im Invi, also wenn ihr noch was loswerden wollt, dann kann ich das noch übernehmen. Gut, aber ich ende nochmal die Folge an der Stelle. Bis dann, tschüss. Über mir ist gut. Ah, nee, ich hab was für dich. Was wäre?